In der fünften Folge der Hauptsendung haben Sie das Benzol kennengelernt. Einen Kohlenwasserstoff mit der Summenformel C6H6. Sie haben gesehen, wie schon vor über 100 Jahren der Chemiker August Kekulé eine sehr einleuchtende Strukturformel für diese Verbindung angegeben hat, den berühmten Benzolring. Das Benzol ist ein Beispiel, das einfachste Beispiel für eine ganze Klasse von Verbindungen, die aromatischen Verbindungen. Ihr gemeinsames Merkmal ist, dass sie alle in ihrem Molekül mindestens einen Ring von der Art des Benzolrings enthalten. Daneben aber gibt es, wie Sie wissen, auch eine ganze Reihe von Kohlenwasserstoffen mit Molekülen, die ebenfalls Ringstruktur aufweisen, die man aber trotzdem nicht zu den aromatischen Verbindungen zählt. Man begründet das mit dem unterschiedlichen chemischen Verhalten dieser Verbindungen verglichen mit den aromatischen Verbindungen. Und man erklärt es durch die unterschiedliche Art der Bindungen zwischen den einzelnen C-Atomen. Da ist die Rede von Sigma-Bindungen und von Pi-Bindungen. Ich denke, es ist ganz gut, wenn wir in dieser Sendung noch einmal auf diese Frage der Bindungen etwas näher eingehen. Also, was ist das Besondere am aromatischen Bindungszustand? In diesem Zusammenhang werden wir auch noch einmal auf den Vorgang der Hybridisierung eingehen. Das ist wichtig und notwendig, wenn wir die Sigma- und Pi-Bindung wirklich verstehen wollen. Und schließlich wollen wir noch sehen, wie man eine chemische Reaktion mit Benzol durchführt. Wir wollen aus Brom und Benzol Brom-Benzol herstellen. Nun, als erstes wollen wir uns also mit den Bindungen beschäftigen. Sie wissen, dass man sich mit dieser Kekulé-Struktur des Benzols nicht zufrieden gibt. Warum ist das so? Nun, da gibt es gleich mehrere Gründe. Von den Alkenen wissen Sie, dass bei Kohlenwasserstoffen Doppelbindungen durch geeignete Stoffe, zum Beispiel Brom, leicht aufgebrochen werden, dass Brom addiert werden kann. Das ist auch genauso bei ringförmigen Kohlenwasserstoffen mit einer oder zwei Doppelbindungen. Hier haben wir zum Beispiel das Cyclohexen mit einer Doppelbindung. Wie Cyclohexen und Brom aufeinander wirken, das wollen wir im Experiment sehen. Hier haben wir also Cyclohexen und wir geben ein paar Tropfen Brom hinzu. Beobachten Sie. Die Entfärbung zeigt, dass das Cyclohexen in der erwarteten Weise reagiert hat. Wenn nun die Kekulé-Struktur für das Benzol zutreffend wäre, dann müsste man doch annehmen, dass bei drei Doppelbindungen das Brom erst recht an das Benzol angelagert würde. Probieren wir das aus. Hier haben wir etwas Benzol. Ich gebe auch da einige Tropfen Brom hinzu. Sie sehen, Benzol und Brom reagieren nicht miteinander, jedenfalls nicht unter diesen Versuchsbedingungen. Einen weiteren Grund haben Sie in der Hauptsendung auch schon kennengelernt. Für 1,2-Dichlorbenzol müsste es zwei Strukturen geben. Einmal diese. Hier sind die beiden Chloratome an Kohlenstoffatome gebunden, die durch eine Einfachbindung miteinander verbunden sind, hier durch eine Zweifachbindung. Stoffe mit verschiedenen Strukturen sollten aber auch erkennbar unterschiedliche Eigenschaften haben. Man hat aber immer nur einen Stoff, 1,2-Dichlorbenzol, gefunden. Und noch ein drittes könnte man erwähnen, mit etwas ausgetüftelten physikalischen Methoden, nämlich durch die Röntgenstrukturanalyse, kann man tatsächlich die Bindungslänge zwischen Kohlenstoffatomen messen. Und da hat man herausgefunden,
dass zwei Kohlenstoffatome, die durch Einfachbindung miteinander verbunden sind, weiter voneinander entfernt sind als Kohlenstoffatome mit einer Doppelbindung. Und noch näher sind Kohlenstoffatome beieinander, die durch eine Dreifachbindung miteinander verbunden sind. Danach aber müsste der Benzolring ein Sechseck sein mit ungleichen Seitenlängen. Und genau das ist nach der Röntgenstrukturanalyse nicht der Fall. Wie also müssen wir uns die Bindungen im Benzol vorstellen? Wir benutzen das Ihnen schon bekannte Orbitalmodell, das wir allerdings noch ein bisschen verfeinern müssen. Sie erinnern sich, wir können die Anordnung der Elektronen im Orbital oder in den verschiedenen Orbitalen bequem mit dieser Kästchenschreibweise darstellen. Hier haben wir noch einmal die Verteilung der Elektronen beim Kohlenstoffatom im Grundzustand. Zwei Elektronen im 1s-Orbital, zwei Elektronen im 2s-Orbital und je ein Elektron in einem 2p-Orbital, das dritte 2p-Orbital, ist unbesetzt. Weil der Kohlenstoff nicht, wie es hier nach aussieht, zweibindig ist, sondern tatsächlich vierbindig, haben wir uns vorgestellt, dass hier eine Hybridisierung stattgefunden hat. Darunter haben wir Folgendes verstanden. Ein Elektron aus dem 2s-Orbital rückt auf in ein noch unbesetztes 2p-Orbital. Und dann haben wir weiterhin angenommen, dass das Elektron des 2s-Orbitals in einen energetisch etwas höheren Zustand geht, dafür diese drei Elektronen in einen etwas tieferen, energetisch tieferen Zustand, so dass wir insgesamt vier Orbitale von gleicher Art bekommen. Wir haben sie dementsprechend auch bezeichnet, und zwar als sp3-Orbitale. Es sind die Mischorbitale oder Hybridorbitale. Die Theorie liefert nun auch eine Aussage über die Form dieser Orbitale, und sie wird dargestellt durch ein Modell etwa dieser Art. Die vier gleichartigen Orbitale ordnen sich räumlich gleich verteilt an, und auf diese Weise bekommen wir dieses Modell, das tetraedrische Modell des sp3-hybridisierten Kohlenstoffatoms. Wir konnten mit diesem Modell die Bindung bei den gesättigten Kohlenwasserstoffen ohne Schwierigkeiten erklären, eben durch Überlagerung solcher sp3-Orbitale. Sie erinnern sich aber, dass wir bei den Doppelbindungen, zum Beispiel beim Ethen, einige Schwierigkeiten hatten. Wir haben eine gewissermaßen etwas gewaltsame Erklärung suchen müssen, und zwar haben wir uns vorgestellt, dass je ein sp3-Orbital der beiden Kohlenstoffatome sozusagen mit Gewalt verbogen wird, damit eine Bindung zustande kommt. Wir bekamen dann diese Doppelbindung, wir nannten sie ja die Bananenbindung. Bei diesem Zusammenbiegen sind die vier Wasserstoffatome gewissermaßen hochgezogen worden und das ganze Ethenmolekül bekam diese ebene Struktur. Nun, wir wissen, dass dieses Modell, also beim Benzolring, nicht mehr zutreffend sein kann. Wir müssen also eine bessere Erklärung suchen. Und das tun wir, indem wir den Vorgang der Hybridisierung noch ein wenig anders ansetzen. Wir gehen wieder aus vom Grundzustand. So. Wie eben nehmen wir an, dass ein Elektron aus dem 2s-Orbital in das noch freie 2p-Orbital geht, dass dieses Elektron energetisch wieder angehoben wird, dass aber nun, und darin liegt der wesentliche Unterschied, nicht drei, sondern nur zwei Elektronen auf den gleichen Energiestand kommen und wir damit drei Mischorbitale bekommen. 2s, 2p, 2p. Entsprechend bezeichnen wir diese Mischorbitale als sp2-Orbitale. Die Theorie sagt auch etwas aus über die Form dieser Orbitale. Ein sp2-Orbital sieht im Grunde genommen ähnlich aus wie ein sp3-Orbital. Die drei sp2-Orbitale ordnen sich
wiederum räumlich gleich verteilt an. Wir können annehmen, dass es sich um Elektronen handelt, die in den Orbitalen wie in einer Elektronenwolke sich aufhalten. Sie versuchen möglichst weit sich voneinander zu entfernen und daraus ergibt sich dann diese Anordnung. Die SP2-Orbitale sind so in den Raum gerichtet, dass sie einen Winkel von 120 Grad jeweils miteinander bilden und insgesamt in einer Ebene angeordnet sind. Außerdem haben wir dann hier das doppelkeulenförmige 2p-Orbital, dieses hier, das bei der Hybridisierung nicht beteiligt war. Schauen wir uns nun an, ob wir mit diesem Modell die Doppelbindung besser erklären können. Wir haben hier nochmal ein zweites Modell eines sp2-hybridisierten Kohlenstoffatoms. Wir wollen also einmal sehen, wie sich die Bindung dann ergibt. Zunächst durch Überlappung zweier sp2-Orbitale bekommen wir eine erste Bindung zwischen den beiden Kohlenstoffatomen. Sie sieht dann aus wie in diesem Modell. Hier haben wir das Orbital, das entstanden ist aus Überlappung der beiden sp2-Orbitale. In ihnen befindet sich also ein bindendes Elektronenpaar. Die anderen sp2-Orbitale werden für die Bindung der Wasserstoffatome beim Ethen benutzt. Was leisten nun diese beiden 2p-Orbitale noch? In ihnen befindet sich ja jeweils noch ein bindendes Elektron. Nun, diese 2p-Orbitale können seitlich überlappen. Und es ergibt sich insgesamt ein Orbital, das dann so aussieht. Dieses und dieses. Diese beiden sind sozusagen zwei Teile ein und derselben Bindungswolke. Also wohlgemerkt, es handelt sich nicht um eine Dreifachbindung. Wir haben hierin, wie gesagt, ein bindendes Elektronenpaar und in dieser Wolke insgesamt noch ein weiteres bindendes Elektronenpaar. Wir nennen diese Bindung eine Sigma-Bindung. Sie ist gekennzeichnet dadurch, dass die Überlappung in Richtung der Verbindungsachse der Atome stattfindet. Wir haben also sozusagen ein rotationssymmetrisches Orbital. Dagegen nennen wir diese Bindung hier eine Pi-Bindung. Sie ist gekennzeichnet durch eine Spiegelsymmetrie unterhalb und oberhalb der Sigma-Bindung in diesem Falle. Wir nennen übrigens die Elektronen, die an der Sigma-Bindung beteiligt sind, entsprechend Sigma-Elektronen und die Elektronen hier Pi-Elektronen. Versuchen wir nun mit diesen Vorstellungen ein Modell des Benzolmoleküls zu entwickeln, das uns das chemische Verhalten des Benzols verstehen lässt. Wir nehmen also an, dass die sechs Kohlenstoffatome des Benzolmoleküls alle sp2 hybridisiert sind. Zwei der sp2-Orbitale werden benötigt, um ein Kohlenstoffatom mit seinen beiden Nachbarn zu verbinden. Das dritte sp2-Orbital bindet das Wasserstoffatom. Bei jedem Kohlenstoffatom haben wir nun noch das 2p-Orbital. Jedes enthält ein bindungsbereites Elektron. Nun, diese 2p-Orbitale überlappen und bilden Pi-Bindungen. Aber, und das ist nun der Unterschied gegenüber dem Ethen, wegen der völligen Symmetrie dieses Moleküls überlappt ein 2p-Orbital mit beiden benachbarten 2p-Orbitalen und so bildet sich ein durchgehender Elektronenring, eine durchgehende Elektronenwolke in Ringform oder Reifenform und zwar oberhalb der Molekülebene und natürlich ebenso unterhalb. Das sehen wir vielleicht noch ein bisschen deutlicher an diesem Modell. Lassen Sie sich nicht dadurch irritieren, dass die Farbe etwas anders ist. Das Weiße sind die Sigma-Bindungen und dieser grüne Ring zusammen
mit diesem Ring auf der Unterseite des Moleküls stellt also die Pi-Bindung dar. Dieses Modell erklärt nun recht gut das chemische Verhalten des Benzols. Einmal ist es auch anschaulich schon verständlich, dass ein solcher geschlossener Ring von Pi-Elektronen dem Angriff anderer Substanzen einigen Widerstand entgegensetzt. Deshalb werden auch Additionsreaktionen nicht so ohne weiteres stattfinden. Zum Zweiten sieht man wegen der völligen Symmetrie dieses Moleküls, dass es nur eine Verbindung 1,2-Dichlor-Benzol geben kann. Und zum Dritten, wir sehen, dass alle Bindungslängen hier gleich sein müssen. Die Bindungslänge zwischen zwei C-Atomen im Benzolmolekül ist übrigens ein bisschen geringer als bei einer Einfachbindung, aber größer als bei einer Doppelbindung. Wir haben schon erwähnt, dass Benzol nur ein Beispiel für eine ganze Klasse von Verbindungen ist, für die aromatischen Verbindungen. Sie haben als gemeinsames Kennzeichen, dass in ihren Molekülen Ringstrukturen auftreten, die über geschlossene Pi-Elektronenvolten verfügen. Übrigens, der Name aromatisch rührt daher, dass man früher viele dieser Verbindungen aus Aromastoffen hergestellt hat, wie Zimt oder Vanille. Wir hatten eben gesehen, dass Benzol und Brom freiwillig nicht miteinander reagieren. Vielleicht gelingt es uns, durch Änderung der Versuchsbedingungen, die beiden Stoffe dazu zu zwingen, eine Reaktion miteinander einzugehen. Sie haben vielleicht früher schon einmal erfahren, dass oft die bloße Anwesenheit bestimmter Stoffe genügt, eine Reaktion in Gang zu setzen oder die Reaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen. Man nennt solche Stoffe Katalysatoren. Wie sie im Einzelnen wirken, das wollen wir hier nicht näher betrachten. Es genügt, wenn wir uns merken, ein Katalysator ist ein Stoff, der nur vorübergehend in ein Reaktionsgeschehen eingreift, es beschleunigt, der aber im Endeffekt unverändert aus der Reaktion wieder hervorgeht. Wir wollen es hier einmal mit Aluminiumchlorid versuchen. Ich gebe eine kleine Menge, eine Spatelspitze voll, in die Mischung aus Brom und Benzol. Beobachten Sie jetzt. An der beginnenden Entfärbung sehen Sie, dass eine Reaktion stattfindet. Wir wollen auch noch mit angefeuchtetem Lackmuspapier prüfen. Sie sehen, das Lackmuspapier rötet sich. Das zeigt eine Säure an. Nun, dieses Ergebnis erinnert an die Reaktion von Brom mit Pentan, damals unter Lichteinwirkung. Wir können also vermuten, dass hier Brombenzol entstanden ist und wir dürfen annehmen, dass es eine Substitution ist, weil ja Bromwasserstoff entwichen ist. Wir wollen uns noch die Reaktionsgleichung anschreiben. Wir haben also Benzol . Dieses Symbol für Benzol stellt übrigens sehr deutlich die besondere Bindungsart, die aromatische Bindung dar. Benzol plus Brom reagiert unter dem Einfluss eines Katalysators, in unserem Fall Aluminiumchlorid, zu
Brombenzol und Bromwasserstoff, der gasförmig entweicht. Allgemein kann man sagen, dass bei aromatischen Verbindungen eher Substitutionsreaktionen als Additionsreaktionen ablaufen. Sie haben in der Hauptsendung gesehen, dass man Benzol und viele aromatische Verbindungen aus dem Steinkohlenteer gewinnt. Wir wollen uns überlegen, wie es kommt, dass gerade der Steinkohlenteer ein so reiches Reservoir für diese Verbindungen darstellt. Sie wissen, dass Kohle im Laufe der Erdgeschichte in vielen Jahrmillionen aus Holz entstanden ist. Holz enthält unter anderem die aromatische Verbindung Lignin, eine ziemlich komplexe Verbindung, und außerdem Zellulose und andere Stoffe. In einem sogenannten Inkohlungsprozess unter Luftabschluss, unter hohem Druck und höheren Temperaturen wird nun das Lignin nach und nach abgebaut, die Zellulose spaltet Wasser ab und durch diese Prozesse entstehen viele aromatische Verbindungen, die wir dann in der Steinkohle wiederfinden. Hier haben wir ein Stück Anthrazit. Es kann vielleicht 200 Millionen Jahre alt sein. Das besteht zu einem großen Teil, vielleicht zu 97% aus Kohlenstoff. Ganz reiner Kohlenstoff tritt auch in größeren Kristallen auf. Er sieht dann zum Beispiel so aus. Das ist Graphit. Oder auch so. Erstaunlicherweise, Diamant ist reiner Kohlenstoff. Das ist übrigens kein echter Diamant, das ist eine Nachbildung aus Bergkristall. Graphit, dunkel, lichtundurchlässig, ist ein verhältnismäßig weiches Material. Man kann damit schreiben. Deswegen stellt man ja auch Bleistiftminen aus Graphit her. Diamant dagegen ist, wie Sie wissen, ein außerordentlich hartes Material und natürlich völlig lichtdurchlässig. Wie ist es zu verstehen, dass ein und dasselbe chemische Element so unterschiedliche Eigenschaften aufweisen kann? Nun, die Antwort liegt wieder im Unterschied der molekularen Strukturen. Man erkennt am Graphit schon beim bloßen Hinschauen, dass er einen geschichteten Aufbau hat. Das führt zu der Vermutung, und diese Vermutung wird auch durch die Röntgenstrukturanalyse bestätigt, dass Graphit aus vielen Schichten regelmäßig angeordneter Kohlenstoffatome in Sechseckform besteht. Das heißt also, sozusagen in lauter aneinander gehefteten Benzolringen, bei denen natürlich für Wasserstoff kein Platz mehr ist. Jede Schicht stellt also ein riesiges aromatisches System dar und die Pi-Elektronen sind in der ganzen Schicht frei beweglich. Das kann man übrigens auch durch ein einfaches Experiment zeigen. Sie sehen, Graphit ist ein guter Leiter für den elektrischen Strom. Trifft Licht auf einen solchen Kristall, dann ist es möglich, dass Lichtenergie die frei beweglichen Elektronen in einen höheren Energiezustand hebt. Die eingestrahlte Energie ist danach als Lichtenergie nicht mehr vorhanden. Und das erklärt, warum Graphit undurchsichtig ist. Zwischen den einzelnen Schichten wirken nur relativ schwache anziehende Kräfte, sodass also die Festigkeitseigenschaften des Graphits zu erklären sind, etwa anhand dieses Modells, ein Papierstapel, den man auch leicht in dieser Weise hin und her schieben kann, weil zwischen den einzelnen Blättern nur geringe Kräfte wirksam sind. Der Diamant dagegen ist kein aromatisches System. Wir müssen annehmen, dass beim Diamanten die Kohlenstoffatome sp3 hybridisiert sind, also Tetraederstruktur haben. Auch beim Diamanten ist der Grundkörper ein Sechsring.
in diesem Fall ein Cyclohexanring. Wegen der anderen Bindungswinkel, nämlich etwa 109 Grad, ist dieser Ring aber nicht eben gebaut, sondern hat diese sogenannte Sesselform. Wenn wir viele solcher Ringe zusammensetzen, wir wollen das hier einmal am Modell demonstrieren, dann bekommen wir einen Ausschnitt aus dem Diamantkristall. Pi-Elektronen sind nicht mehr vorhanden. Das heißt also, Diamant ist kein Leiter für den elektrischen Strom. Aus demselben Grunde wird Licht nicht absorbiert. Das heißt also, der Diamant ist durchsichtig. Und Sie sehen weiterhin am Modell, dass alle Kohlenstoffatome miteinander durch die sehr kräftigen Sigma-Bindungen verbunden sind. Und das erklärt die große Härte des Diamanten. Dass Diamant tatsächlich nur aus Kohlenstoff besteht, das kann man durch ein einfaches Experiment nachweisen. Wenn wir nämlich Diamant im Sauerstoffstrom bei etwa 800 Grad Celsius verbrennen, entsteht ganz einfach Kohlendioxid. Und das können wir in bekannter Weise durch Kalkwasser nachweisen. Dieses Experiment wollen wir jetzt einmal durchführen.